Urbanes Surfen mitten in der Stadt. Cool, lässig und umweltschädlich. Zumindest die Materialien, aus denen die Bretter gefertigt sind. Und das, obwohl Surfer immer im Einklang mit ihrer Umwelt sein wollen. Das dachten sich auch Alex und Sebastian Schweinberger. Die Brüder entwickelten kurzerhand ein Eco-Board. Normale Surfbretter werden hergestellt aus Materialien, die einen relativ hohen Energieaufwand brauchen und die auch lange Transportwege haben. Und bei uns ist es so, dass wir darauf achten, dass wir erstens die Handelswege kurz halten, dass wir lokal kaufen und dass wir halt auch pflanzliche Materialien nehmen. Also dass wir da wirklich nachhaltig sind, dass das auch nachwächst und dass auch der Energieaufwand da eben nicht so groß ist. Ökologisch, nachhaltig, recycelt. Stichworte, die nicht nur voll im Trend liegen, sondern auf die Brüder genauestens achten. In ihrer Gartenlaube in Milbertshofen shapen sie an ihren Boards. Wir sind in München, wir sind landlocked, wir haben zwar einen Eisbach, aber wir sind immer noch nicht am Meer. Also reich werden tun wir davon nicht, ist auch nie die Intention gewesen. Sondern wir wollen auch den Leuten einfach aufzeigen, hey, es geht auch anders. Anders bedeutet, dass der Kunststoffkern Abfall anderer Produktionen ist. Anstatt Kunstharz nutzen sie Bioharz und anstelle von Glasfaser Flachsfaser. Doch wie lässt sich das Ökoboard fahren? Wir stellen es auf den Prüfstand. Unser Tester Manuel Stecher, Profi-Stand-Up-Paddler und leidenschaftlicher Eisbachsurfer. Kurzer prüfender Blick und ab auf die Welle. Und? Super! Also die Bretter sind echt super zum Fahren. Sie sind sehr drehfreudig und hat ein sehr direktes Fahrverhalten. Also selbst die kleinsten Impulse hinten merkt man sofort. Also die Drehungen fallen recht leicht. Jedes Brett fährt sich anders und hat alles seine Vor- und Nachteile. Deswegen ist es schön, dass es natürlich verschiedene Hersteller gibt. Und so gibt es für jeden das passende Board. Test überstanden. Für Alex und Sebastian kommt es aber vor allem auf die Nachhaltigkeit an. Aus diesem Grund produzieren die zwei seit neuestem auch Taschen aus dem Müll, der bei der Boardproduktion entsteht. Surfen und das möglichst nachhaltig. Mit ihren Boards wollen die Brüder Schweinberger die Surferszene ein Stück weit grüner machen.